Die Berliner Polizei prüft aktuell, ob Aktivisten der letzten Generation Beamte mit einem Notruf in die Irre geführt haben. Zwei Monate nach der ersten Farbattacke hatten Klimakleber das Brandenburger Tor gestern erneut mit Farbe beschmiert. Für Verwunderung sorgte zunächst, warum Polizisten nicht sofort eingriffen, um die Aktion zu beenden. Wie nun bekannt wurde, war die Polizei mit einem vermeintlichen Notfall am U-Bahnhof Brandenburger Tor beschäftigt. Der Notruf stellte sich dann später aber als Fehlalarm heraus. Beamte konnten den Anrufer festnehmen. Ob diese Alarmierung tatsächlich mit der Klimaaktion in Verbindung steht, ist noch unklar.